Willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. So, da wir eh gerade hier im Lager sind, können wir auch die Mission hier machen. Hey Arthur. Hi. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That's a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Oha. Okay. Ja, ein Ölwagen. Ich glaube, wir müssen uns noch mal rasieren. Mal eben gucken, wie der Bart aussieht. Ach, hey. Die Haare können wir so lassen, das gefällt mir, aber Haare können wir. Obwohl. Ach, wisst ihr was? Lassen wir. Wir lassen es erstmal noch. Möchten wir mal was ausprobieren. That last slug of whiskey was a mistake. Was ist denn mit ihm? Ach, auf die Jagd können wir gehen. Gut, dann machen wir das jetzt nicht. Und hier die schwarzen, doch die schwarzen Punkte, ja, wir können die am jeden Tag machen wir das jetzt. Ja, ach komm, es geht ja einigermaßen schnell. Es geht einigermaßen schnell, dann machen wir das mal eben. Oh, außerdem bringt uns das ja was. Good morning, Arthur. Ja, guten Morgen. You're a workhorse today, Arthur. Ja, wie gesagt, sonst macht's ja keiner, ne? Wenn man hier nicht alles selber macht, dann. Ach, jetzt ist er da. Warte mal, dann gucken wir mal, ob wir dem das. Den Wolf jetzt geben können, wenn der jetzt hier vorne steht. My.
Dann müsste er noch da hinten liegen eigentlich. Ja, da liegt er auch noch, okay. Was ist denn? Was denn? Das hier aufheben. Oh, hell, if I don't feel just in trap. Mal schauen. Ob wir ihm das geben können oder nicht. Heavy as me. Kind of getting ready to be reunited. Only a stew without good meat is no stew at all, Mr. Morgan. Wollt ihr ihm den Wolf geben? Wolfs Herz? Hey there. Just make sure it goes into the pot and not your pocket. Well, the quality's a bit lacking. We won't get much for it. Wolfskadaver ist schlecht. Weil schwere Schäden aufkommt. Very good. We were getting low. Thank you, Arthur. Bitteschön. Ja gut, wir haben ihn auch. Ich glaube, das war auch der, den wir mehrmals angeschossen haben. You know, Arthur, it's the illness of romantics. What is? Hope. How you feeling? I'm all right. Na, schnell die Pferde füttern. Them horses look mighty hungry. Wow. Dreimal nebenher gelaufen, sehr gut. So. Dann auch gleich den Wassereimer, einmal Holz hacken und dann können wir los. Interessant, was man hier so für Gespräche mitbekommt. So, das war das. Das Holz hier. Quatsch. Und Nummer 2. Rums, wir haben immer noch Löcher im Hut. How are you? I'm okay.
Hoppa. Das ist das Letzte. Okay, auf geht's. Und zwar werden wir dahin gehen. Unser Pferd wartet schon da, sehr gut. Es hat immer noch Blut. So. Okay, ich glaube, es sollte reichen. Ja, Blut ist weg. Perfekt, auf geht's. Dann wollen wir mal einen Ölwagen besorgen. Wow, wie man wieder wegen dem Nebel hier fast nichts sieht. Schießt irgendwo einer. Naja, soll er schießen. Solange er nicht auf uns schießt, ist mir das egal. Ja. Okay, da fehlte der Mensch. Was soll die Scheiße denn? Wieso greifen die uns einfach an? Ich hasse sowas. Kommt irgendwo hin, patsch, wirst du abgeschossen. Warum? Das ist doch scheiße. War da nirgendwo irgendwas von wegen, dass ich da nicht hin darf? Na schön, Freunde. Dann halt anders. Erstmal weg hier. Auch wenn es die falsche Richtung ist, ist mir egal. Hauptsache weg. Alter!
Ach du Scheiße! Es ist besser, wenn man in einer Mission stirbt, muss man nichts zahlen. Krass. Da haben sie das. Da haben sie einen Ölwagen getroffen. Na schön. Na schön. Okay, warte mal. Da steht einer. Wo ist der andere? Ah, es gibt noch den einen. Ich habe gerade irgendwie keine Waffen mehr. Da ist das Pferd, da kommt es. Alter! Ey! Was für ein Beschiss! Vor allem, wie wir das gesehen haben, der eine Typ stand am Zaun und der konnte gar nicht sehen, dass wir den abgeschossen haben. Na schön, es reicht's. Nein, es läuft aus. Ja. Es läuft aus. Kontrollpunkt überspringen, das machen wir nochmal. Wenn, dann machen wir es auch richtig. Der Ölwagen wurde zerstört, oh Mann. Ich kann mich da nicht durchschießen. Ach du meine Güte. Es gibt doch noch den einen da drin, ne? Ja.
Na schön, dann halt anders. Jetzt reicht's aber, jetzt werfe ich eine Dynamitstange da rein, verdammt nochmal. Also wirklich. Toll, doch Dynamit müsste ich trotzdem. Die Pferde sind so scheiße langsam. Mann. Ach, jetzt ist schon wieder ein Loch drin. Die sind quasi direkt hinter uns zum Schießen immer noch, wie die Bescheuerten. Das darf nicht wahr sein! Wir hätten es auch fast geschafft! Verdammt nochmal! Ah. Ich kann auch da drin nicht alle umlegen. Uiuiui. Ha! Yep. Perfekt, wir waren weit genug weg vom nächsten Kontrollpunkt. Haha.
Ist doch da oben drauf? Ach, hier. Was genau soll ich jetzt machen? Soll ich den Wagen da reinsetzen? Das geht doch nicht. Ich drehe mal um, damit ich gerade da reinkomme. Gucken, ob das was hilft. So. Ah, geht doch. Yeah. Perfekt. Fahren den Wagen innerhalb von 1 Minute 50 Sekunden zum Zielort. Habe ich sogar noch geschafft, okay. Perfekt, dann war's das. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Jetzt noch irgendwas Neues anfangen, hat eh keinen Sinn. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.